Добрый день, дорогие друзья! Мы очень часто ищем с вами тексты по немецкой грамматике и именно на немецком языке. И очень часто мы эти тексты, к сожалению, не находим. На самом деле найти хороший текст на немецком языке про тот же артикль почти нереально. И поэтому я предлагаю вам свой текст. Этот текст звучит следующим образом. Давайте вместе со мной выучим текст, посвященный артиклю на немецком языке. Итак, начинаем. Die Geschichte des Artikels Ich werde die deutsche Grammatik als eine sehr interessante Geschichte lernen. Der Artikel zeigt uns drei Geschlechter. Der bedeutet das Maskulinum, die bedeutet das Femininum und das bedeutet das Neutrum. Im Wörterbuch ist der mit kleinen Buchstaben m, die mit kleinen Buchstaben f und das mit kleinen Buchstaben n bezeichnet. In der deutschen Sprache gibt es vier Kasus. Ich nenne diese der Reihe nach. Also, das sind der Nominativ, der Genitiv, der Dativ und der Akkusativ. Jetzt stelle ich eine sehr wichtige Tabelle zusammen. Also, Der Artikel spielt eine sehr wichtige Rolle in der deutschen Sprache und verbindet die Wörter im Satz. Вот такой текст про артикль, в котором кратко и компактно размещена вся информация, посвященная артиклю. Учите на здоровье немецкий язык. Спасибо вам за внимание и всего доброго.